Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück. Die letzte Folge haben wir hier mit einem legendären Kampf beendet. Na gut, so legendär war er nicht, war halt ein normaler Kampf. Aber ansonsten sind wir durch das Level hier eigentlich ganz gut stealth durchgekommen. Bis auf ein, zwei kleine Patzer. Soll wahrscheinlich heißen. Dass wir die Lüftung ausschalten. Um uns dann zu verpinkeln. So, der Lupus erkennt entfernte Geister. Brauchen wir nicht. Zorn gewinnt einen zusätzlichen Platz hinzu. Hau ich jetzt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden mit dem Zorn. Der Krinos kann, das hat man schon gelesen. Der Krinos kann nun brüllen. In der Elan-Haltung generiert der Krinos bei erfolgreichen Treffern mehr Zorn und Wut. Ich glaube, Stürmen ist ganz cool. Wir nehmen mal Stürmen. Achtung, Wettflor. Search the warehouse. If you find the intruder, don't try to play hero. Give the alert immediately. Ach, geh doch weg. Ich möchte nicht kämpfen. Ich würde gerne stealth durchkommen. Ja, wir schauen mal, oh Gott. Dann ziehen wir ihn hier rüber. Bin mir nicht sicher, ob der uns jetzt sieht. Nö. Wo war denn die Kamera? War keine Kamera, war bloß dieses Blinklicht. Okay. Oh Gott. Ja, dort kann ich nicht holen. Dann sieht uns der dahinter ist. Hinter dieser Kiste hier. Ich würde vorsichtshalber natürlich trotzdem nochmal hier die Sabotage durchführen. Da drüben haben wir noch eine Pflanze, die müssen wir uns dann unbedingt noch krallen. Darf ich nicht vergessen. Oh, der läuft jetzt da hinten lang. Und er läuft wieder hier rüber. Das heißt, jetzt könnten wir ihn holen, aber ich glaube, der ist nicht so lange dort. Ah, wir hätten es geschafft. Aber dann gehe ich doch lieber den Weg hier. Dann haben wir ihn. Dann können wir uns schnell die Pflanze hier schnappen. Oh, da wartet was auf uns. Der läuft seine Runde, den kriegen wir gleich. Oben ist noch eine Kamera, aber die scheint still zu bleiben. Nein, geh doch weg. Naja, und jetzt sind es bloß noch die beiden. Das sieht doch ganz gut aus. Hä? Ich bin hinter den Kisten. Ey, wirklich, wie kann das sein? Also das hat jetzt wirklich ein bisschen gebuggt. Aber es ist zum Glück nur noch der eine. Wenn wir den jetzt noch holen, ohne dass er Verstärkung ruft, haben wir es geschafft. Das wäre sonst sehr ärgerlich wegen einem einzigen Typen. Jetzt hier noch den großen Kampf verweilen lassen zu müssen. Ja, guck dich halt blöd um. Wunderst dich nicht, dass du auf einmal alleine bist hier im Raum. Wo vorher 10 Kollegen waren. Müsste ich halt nur mal wissen, wo du jetzt langläufst. Na. Und da haben wir auch noch ihn.
Frag mich, wie er noch reden kann, wenn er schon tot ist. Naja, da haben wir es doch geschafft. Hätten ihn wahrscheinlich auch nicht erledigen müssen. Wir hätten uns einfach hier verziehen können. Aber was soll's. So, die Pfeile noch. Muss mal gucken hier. Das sieht nicht so nach Spaß aus. Nein, keine Flammenwerfer-Exos. Wir müssen ja, wie es scheint, nur hier drüben rein. Wo hier ist bestimmt bloß ein Computer. Und das ist gesperrt. Naja, also den Exo können wir auf jeden Fall nicht leise erledigen. Müssten wir halt mal gucken, wo er hier hingelaufen ist. Kommt der zurück? Ja, der kommt zurück. Fände es auch gut, irgendwo eine Anzeige zu haben, wie viele Pfeile wir noch haben. Vermisse ich ein bisschen. Also ich würde sagen, sobald er wieder hinterläuft. Ach Mist, jetzt kommt der dort. Ich wollte jetzt eigentlich ihn ausschalten. Stehen die so blöd da? Ich weiß noch nicht genau, wie wir es anstellen. Der mit der roten Mütze müsste definitiv erstmal fort. Jetzt könntest du dich bitte wieder rumdrehen. Danke. Dann kriegen wir dich. Bringen wir hier rüber, holen ihn. Oh. Wie denn das? Der hat uns doch gar nicht komplett erkannt. Aber der Exo kommt. Ach shit. Na gut, wir müssen wohl ausflippen. So, was war denn das mit dem Schlitzen? Wir haben doch gerade was gelernt mit Schlitzen. Jetzt die Frage, in welcher Haltung das funktioniert. Das können wir auch gerne... oh Gott, wir müssen uns heilen. Heile dich, heile dich. Und legendär ausgewichen. Ach Mist. Es hat immer diese blöde Abklingzeit. Das finde ich sehr unpraktisch. So, wir sind noch in der schnellen Haltung. Wir gehen mal... ach, hier haben wir das Schlitzen. Oh, das ist cool. Und was wir hier aber auch für Kombos machen... ach, der nächste Exo. Natürlich. Dann einmal nach vorne schlitzen. Das tut sogar dem Exo weh. Wir müssen gleich nochmal heilen. Oh, oh. Wir haben... ah, shit. Wir haben kein Dings mehr zum Heilen. Dafür ist die Wut da, ne? Ach, Mist. Jetzt können wir tatsächlich das erste Mal sterben. Oder sind wir schon mal gestorben? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir brauchen mehr Wut. Dafür ist das da. Oder Zornen, oder... wie auch immer der Spaß heißen mag. Jetzt. Aber ganz schnell. Haltung ändern. Und hier greifen. Los. Exo ist tot. Und den letzten auch noch besiegt. Ja, das ging jetzt nicht leise. Boah, schaut euch mal das Massaker hier an. Wenn wir uns jetzt noch zum Vampir machen könnten, hätten wir auf jeden Fall eine Woche lang was zu trinken und zu essen. So, hier ist immer noch gesperrt. Wo ist der dumme Computer, den wir dafür sabotieren müssen? Hier nicht. Da jetzt aus irgendeinem Grund dran vorbei. Ach, hier. Okay. Ich dachte schon, wir müssen nochmal zurück. Aber nein, zum Glück nicht. Hör auf. Und dann können wir auch hier durch. I'm almost at the control room. Steal yourself. Cutting the ventilation won't go unnoticed. Das kriegen die natürlich sofort mit.
Wenn ein Furz in der Luft steht, das ärgert alle. Hier sieht's gut aus. Ah, ein paar Wissenschaftler sind da. Ach, shit. Wo willst denn du jetzt hin? Das sind nur die beiden, oder? Ah! Also ich glaube, der hat gar kein Funkgerät. Bei den Wissenschaftlern ist es vielleicht nicht... Da ist ja auch noch einer. Dich habe ich gar nicht gesehen. Strange. Tippelt hier am ausgeschalteten Computer drumherum. Oder drauf herum. Tut nur so. Als würde er arbeiten, ist aber eigentlich schon in Pause. Das wird die Lüftung sein. Also ich könnte hier nicht ruhig sitzen. Ach, und es geht natürlich direkt los. Lüftung ausgeschaltet. Eine Sekunde später hat der Erste seinen Furz gelassen. Und es ist aufgefallen. Weißt du, wenn du neben den Leuten das Genick brichst oder Fahrstühle sich bewegen, das kriegen die nicht mit. Aber wehe, hier steht ein Furz in der Luft. Los! Bitte nicht nochmal so ein Exo. Und du gehst weg. Ach, shit. Ich dachte, wir können ausweichen. Und wieder abgekriegt. Sind das eigentlich die Pumpguns mit dem Holovisier? Wahrscheinlich schon. Mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Oh nein, ein Muskelprotz. Da schicken die mit Schild und Messer los. Na komm. Okay, du willst es auf die harte Tour? Die halten echt schon gut was aus, ne? The ventilation system's down. Then your path is clear. Ein weiterer Geisterpunkt. Also ich würde sagen, wir sparen uns mal noch einen zweiten an, um uns die fortgeschrittenen Fähigkeiten mal genauer anzuschauen. Lüftung ist ausgeschaltet. Sprengstoff haben wir auch schon platziert. Ich glaube, so langsam kann es Kaboom machen. Hedana. Und sie ist auch in Sicherheit. Also da muss ich sagen, hatte ich auch schon in der letzten Aufnahme gesagt, das fand ich ein bisschen langweilig. Dafür, dass wir jetzt zweieinhalb Folgen drauf hingearbeitet haben, das Ding in die Luft zu sprengen. Und dann kommt hier so ein 2 Sekunden Einspieler. Da hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Dafür, dass die Videosequenzen und auch das Intro vom Spiel eigentlich sehr, sehr hochwertig waren, war das umso enttäuschender. I imagine you'd like to see your daughter before anything else. She'll be in Avis quarters, I'm sure. Vater-Tochter-Gespräch. Nach 5 Jahren nicht sehen und einfach abgehauen sein. Das kann ja witzig werden. Wo müssen wir denn lang? Ich würde hier gern wieder raus. Ich glaube, das Training haben wir bestanden. Können eingestellt werden. Komplett leer hier. Keiner mehr da. Und damit haben wir es dann auch schon geschafft. Cool. Soweit war ich in der ersten Aufnahme. Also ab jetzt ist dann, obwohl das Gespräch mit unserer Tochter habe ich noch geführt. Und dann ist aber auch wieder gut. Dann geht's wieder mit komplett Überraschungseffekt weiter. So, hoch mit dir. Ich finde das cool, wie der springen kann. Schaut mal.
Woo. When I think of what they did to Leandra, I just hope we can help smooth her passage into the world beyond. Können wir noch gucken, ob wir noch tote Geister finden. Aber ich glaube nicht. Also wir müssen noch welche finden, aber ich glaube hier in der Ecke. Soweit erstmal nicht. Wir lesen uns das noch schnell durch. Die Muttergöttin ist die älteste und mächtigste aller Geister. Einige Legenden besagen, dass Gaia das Triad geboren hat, während andere der Ansicht sind, dass die Muttergöttin die Frucht der drei kosmischen Weisheiten ist. In der Garu-Kosmologie repräsentiert Gaia nicht nur die Erde, sondern das gesamte Universum und die Kraft des Lebens, die es durchdringt. Mehr als jede andere übernatürliche Kreatur sind die Garu die Krieger von Gaia. Von der Muttergöttin selbst erschaffen, wachen sie über sie und führen den Krieg, den Gaia gegen den Würm und seine Diener ausficht. So, wir müssen zu Ludmilla. Entschuldige, musste ich noch schnell lesen. War wichtiger, als seine Tochter nach 5 Jahren wiederzusehen. Cahal! You know I hate it when people mess with my stuff. That's an impressive amount of equipment. It's the bare minimum for leading a handful of activists against a megacorp like Indran. Haven't changed much, have you? Aside from a couple of new lines on your face. Thanks, asshole. You know, always knew you'd come back. It was just a matter of when. This isn't quite the reunion I had in mind. But it's a happy one. I heard about your handiwork at the mine. Adana. Cahal? You must have a lot to talk about. I'll go check on the solar panels. Catch you later. Check die mal. Ich quatsch mit Adana. How are you doing? You've grown. It's not worth trying to rebuild that bridge now, Cahal. Not after abandoning me for 5 years. Ich verstehe sie. I'm sorry, Adana. Where do you think an apology is going to get you? You know, it was hard enough to get over Mom's death. But dealing with the fact that you chose to leave me behind when I needed you most, that left a scar. You were so focused on doing what you thought was right, that you never thought about what it might do to me. Ja, ihre Wut ist berechtigt, aber wir müssen sie ja natürlich erklären. Maybe you're right. I didn't think about how it might hurt you. I spent those 5 years finding my way back to the man I was. Even if you were with me, I wouldn't have been me. And you'd have been just as alone. I was in no state to look after you. I couldn't have been the father you needed. I wasn't. Stop, Cahal. I'm really not in the mood to hear you rewrite our family history. Endrin just carved a bloody wound into my cairn. They killed my friends. Right now, all I care about is tearing Endrin apart. Rodko told me you and Ava were undercover at Endrin during the attack. That's right. I managed to infiltrate the fracking site. They just upped my security clearance, too. I've got access to their protected data. This is the best chance we've ever had at taking Endrin down. We sink them from the inside. Hier ist die Gefahr nicht klar, über die Fracking-Anlage reden. Wir quatschen mal über die Fracking-Anlage. Endrin's built a fracking site. It was a rush job. They'd set it up and posted guards before we had any time to react. It's a danger to nature and the spirits alike. Those sites are one of the greatest threats Gaia faces today. It hurts my heart to work there. But I also know that I'm the best chance we've got of putting a stop to it. Soon. Wir fragen mal, was der Plan ist. Sink Endrin from the inside. And how do you plan on doing that? A while back, Ava, Rodko and I discovered that Endrin's injecting its new recruits with a special serum that makes them more... everything. Yeah, I saw it myself when I was in their training center. The injection transforms people. Makes them stink of the worm. There's more to it than that. When I first joined Endrin's ranks, I was trying to figure out what was going on with their biofuel project. But while I was analyzing the formula for the biofuel, I noticed an encrypted molecule within it. No employees have access to its composition. That same molecule is in the substance they're injecting their troops with. As well as another project, the Earthblood Protocol. Ah, daher der Name. Über Operation Earthblood reden. Earthblood Protocol.
Any idea what that's about? Not yet. But that can wait until after we figure out what this mystery molecule actually is. Once we figure out what that mystery molecule really is, we'll know what they're pumping their soldiers with, and their plans for this biofuel. Then we'll leak that info to everyone who'll listen, block the biofuel's launch, and hopefully put the final nail in Endrin's coffin. Thing is, right now the encryption they're using on their data is impossible to break. That's why we came back. We wanted to tell Rodko how we were stuck and figure out what to do from here. Yeah, I read Ava's letter to Rodko. How can I help? If you want to help, go meet with Ava. She and Rodko will be figuring out our next steps. All right, I'll go check in with her and then have a talk with Rodko. Any idea where I'll find her? By our solar panels. If you've got any other questions, you'll find me with the rest of the pack. They need me. Ja, da sind wir doch noch ganz glimpflich rausgekommen aus dem Gespräch. Ist aber halt auch eine schlechte Ausrede. Ja, ich war zwar 5 Jahre weg. Aber selbst wenn du bei mir gewesen wärst, ich war nicht ich, du wärst trotzdem allein gewesen. Ja, also ich glaube, so Diskussionen führen muss unser netter Typi hier noch ein bisschen erlernen oder verbessern. Aber okay, ich denke mal, später werden wir das Thema nochmal aufgreifen mit ihr. Wir wissen jetzt erstmal so ein bisschen, was der Plan ist und werden dann in der nächsten Folge zu Rodko gehen und mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr kommt die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut.